Herzlich willkommen bei Schramme der Talk. Heute haben wir zu Gast Dr. Jörg Rodenwald, Ortsbürgermeister von Neuenhäusen. Herzlich willkommen, lieber Rodenwald. Herzlichen Dank für die Einladung. Bei dem schönen Wetter, wo wir jetzt hier zusammensitzen, denke ich gleich ans Stadtteilfest von Neuenhäusen. Was erwartet uns da? Ja, nach 5 Jahren, jetzt feiern wir mal wieder Stadtteilfest, Corona-bedingt. Wir hatten es damals in den Triftanlagen relativ groß aufgezogen, es war ja auch ein Jubiläum. Das wird jetzt ein bisschen kleiner sein, aber nicht desto trotz werden wir hier in der Kirchstraße weiter runter zusammen mit dem Turmfest der Evangelischen Stiftung Neuenhäusen das Fest begehen, das Stadtteilfest am 9.6. Zuerst findet ein Taufgottesdienst statt und nach dem Taufgottesdienst um ungefähr 12.30 Uhr bis 18 Uhr ein buntes Fest mit Konzerten, mit Aktivitäten für Kinder, mit dem Lindenclub, mit der Feuerwehr, mit die JVA wird dabei sein, das Schwarze Kreuz wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, dann die Malteser und. Also werden viele Institutionen und Organisationen aus dem Stadtteil sich ebenfalls präsentieren. Neuenhäusen ist eben vielfältig. Da habe ich auch gleich noch mal ein paar Fragen dazu. Aber bevor wir diese Kurve kratzen, möchte ich doch noch mal auf was anderes zu sprechen kommen. Viele kennen Sie natürlich als Ortsbürgermeister, ganz engagiert. Aber Sie haben ja beruflich einen ganz anderen Background. Also wenn man so ein bisschen liest auch, und dann merkt man, der Rodenwald, der ist ja Finanzexperte international, also Asien und so weiter. Sie haben verschiedene Bücher da auch herausgegeben, waren Dozent auch an verschiedenen Unis. Vielleicht dazu nochmal, wie kommt jemand, der so Finanzexperte ist, plötzlich auf die Idee, ja, ich engagiere mich auch als Ortsbürgermeister. Gut, dass ich engagiere, das ist ja keine freiwillige Entscheidung, sondern man muss gewählt werden. Ja. Also es, die man Frage muss war erst mal ja bereit nicht, sein, sich wählen zu lassen. Man muss, das ist richtig, aber es ist Ehrenamtsarbeit. Ja, ja. Und ich habe mich eigentlich in den ganzen Jahrzehnten, auch während meines Auslandsaufenthalts, ehrenamtlich engagiert. Basiert letztendlich auch auf meinem Werdegang. Ich komme hier aus Celle, bin hier aufgewachsen, hatte dann die Chance, zur Schule zu gehen, zu studieren. Und ich war immer getrieben davon, jetzt nicht nur mich weiter persönlich weiterzuentwickeln, sondern was mir auch die Gesellschaft ermöglicht hat, wieder zurückzugeben. Weil das meine Mutter, ich bin in einer Familie hier in Celle aufgewachsen, wir wohnten damals, als ich zur Welt kam, in Neuenhäusen. Ja. Also jetzt bin ich wieder in Neuenhäusen, genau. da schließt sich der Kreis. Meine Mutter hatte, wir waren 6 Geschwister zu Hause und sie hat uns durchgebracht. Und das hätte ja damals eine Frau alleine ja alles gar nicht machen können, wenn es auch nicht die gesellschaftliche Unterstützung oder die staatliche Unterstützung gegeben hätte. Und wie hatte John F. Kennedy mal gesagt, fragt nicht immer, was der Staat für euch tun kann, sondern guckt doch mal, was ihr für die Gesellschaft tun könnt. Und ja, das hat mich mit angetrieben, hat mich eigentlich immer auch motiviert, mich zu engagieren. Als wir in China wohnten, das war 1994, schon damals auf einer Mitgliederversammlung hatte ich vorgeschlagen, wir bauen eine neue Schule. Bin ich gleich gewählt worden. Jetzt kommen wir ja zu, dass man gewählt werden muss. Dazu bin ich im Vorstand gewählt worden. Ja, die neue Schule wurde dann gebaut und 2000 war sie eingeweiht innerhalb von 6 Jahren. Und so ging es eigentlich immer weiter. Und als ich 2009 nach Celle zurückkam, war es ja für mich denn wieder aufgrund unserer Umzüge. Immer musste ich immer von vorne, Jörg, engagiere dich. Und wo kannst du dich engagieren? Und so bin ich gefragt worden und so bin ich dann halt in die Kommunalpolitik gekommen, so bin ich in die Kirche gekommen und ich war auch dann und bin auch noch in anderen Institutionen aktiv. Das hat sich dann so ergeben. Aber ich denke mal, dieser Background Finanzen und sich damit auch auszukennen und auch seine Verantwortung wahrzunehmen, wenn man das alles dann zusammenschiebt,
dann kommt man auch ganz schnell dahin. Sie haben etwas auf den Weg gebracht, nämlich das Sanierungsgebiet Neuenhäusen, was dann auch beschlossen wurde. 2011 war das, glaube ich, Wir ungefähr waren, so. ja, es waren zwei, ja. Das haben Sie auf den Weg gebracht. Nee, das war in Jahrlande, das war 2015, Zweitausendfünfzehn, ja. ich kann mich noch gut daran Okay, erinnern, ja. haben meine damalige Stellvertreterin Ja. im Ortsrat und ich wir hatten eine Idee und haben gesagt, wir gucken uns das mal an, wir müssen was machen für Neuenhäusen, weil als ich 2013 Ortsbürgermeister wurde, habe ich festgestellt, dass ein Quartiers- oder ein Kiezgedanke hier in Neuenhäusen nicht vorhanden war und zusätzlich eigentlich auch Neuenhäusen gar nicht von der Stadtbevölkerung wahrgenommen worden ist. Und da mussten wir zusätzlich, haben wir gesagt, wir haben ja nicht nur die Ortsteilschilder aufgestellt und dann merkten viele in Zelle auf einmal Menschenskinder, das ist Neuenhäusen. Und dann, wie können wir die Lebensqualität heben? Und es gab es in der Vergangenheit immer schon mal Ideen mit dem Stadtwerkegelände und so weiter. Und sagt, ne, das reicht nicht. Hier muss ein Schritt weitergegangen sein. Wir sitzen ja hier in der Nähe, wo die Trüllerwerke waren. Die Stadt, das Stadtwerkegelände, also man erlebt auch der Güterbahnhof die Veränderung auch im Stadtteil und die industrielle Veränderung. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht, ich glaube höchstwahrscheinlich den längsten Antrag die jemals in der Zeller Politik abgegeben worden ist. 11 Seiten waren das und das ist dann ja, vom Ortsrat über Stadtrat verabschiedet worden. Dann wurden die Gelder zur Verfügung gestellt und jetzt sind wir mitten in der Sanierung. Ja, so unproblematisch war es, glaube ich, nicht, weil in der Presse hat man mitbekommen, dass das doch schon heiß umstritten war, angeblich kein Geld da und es hat dann ja Gott sei Dank wirklich auch geklappt. Und wenn man Neuenhäusen ansieht, Sie haben es so ein bisschen beschrieben auch, Schramme der Talk, wir reden über Schramm, also auch so ein liebenswürdiger Stadtteil wie Neuenhäusen hat ja Schramm. Ganz gleich, ob, wo man hinguckt, hier das Stadtwerkegelände, was ja im Moment noch brache ist und gibt es das eine oder andere auch. Was ist so Ihre Sicht, wo muss da noch was besser werden? Gut, das Stadtwerkegelände liegt ja im Sanierungsgebiet Ja, und dafür gibt genau. es einen Plan. Wann immer, der wird jetzt Schritt für Schritt umgesetzt. Es gibt private Investitionen schon, die gefördert worden sind. Wir gehen jetzt in den öffentlichen Raum, wie zum Beispiel in der Breitenstraße. Es folgen andere Straßen, die saniert werden. Es gibt Pläne für die sogenannten Brachflächen. Das ist sogenannte Botan-Gelände zwischen Jägerstraße und Kirchstraße, das ist das ITAG-Gelände, das sind Stadtwerke-Gelände, Kombi am Kombimarkt, da überall gibt es für Ideen, aber das braucht natürlich, weil es teilweise auch private Grundstücke sind, das entsprechend umzusetzen und zu entwickeln. Der Fuserandweg zum Beispiel nachhaltig zu sanieren. Alles das ist schon in der Planung und wird angedacht, aber wird noch ein bisschen dauern, Ja. bis wir die Fertigstellung erleben werden. Ja, es hat ja auch andere Gründe, warum es ein bisschen länger dauert, wenn man hier ans Stadtwerkegelände geht. Da müssen eben auch die Böden entgiftet werden. Das ist eine sehr aufwendige Sache auch. Also man kann jetzt nicht einfach loslegen, sondern man muss erst noch gewisse Vorarbeiten hier und Das da ist, das stimmt. auch dann nochmal machen. Genau. Aber ich bin da relativ zuversichtlich, dass sich der südliche Teil Neuenhäusens, wo das Sanierungsgebiet sich befindet, sich positiv entwickeln wird und dass das jetzt schon vorhandene bunte Leben hier sich weiter und nachhaltig entwickelt wird. Und das, wir hatten damals im Antrag geschrieben, unter anderem die Begründung, dass wir hier im gelebten, wir sind eigentlich im gefühlten Herzen der Stadt. Und hier in Neuenhäusen streben wir an, dass Arbeit und Wohnen nebeneinander, alt und jung miteinander und Vielfalt und Offenheit füreinander herrschen und dass das auch umgesetzt wird. Da gibt es ja auch verschiedene Initiativen, die relativ jung sind. Wie die zum Beispiel die Solidarische Initiative in Neuenhäusen. Ich fand das. Das ist eine Initiative von Mitbürgern hier im Stadtteil, die sehr unterstützenswürdig ist und die ich sehr positiv empfinde.
Interessant ist, dass wir ein so eine ähnliche Zentrum eigentlich auch sogar in unserem Antrag schon formuliert hatten, dass wir das benötigen. Und ich finde das hervorragend, dass sich hier private Initiativen sich engagiert haben und kamen zu denselben Erkenntnissen, die wir damals. Und man wartet nicht auf den Staat, sondern man macht etwas. Genau, sehr engagiert. Sehr engagiert, sehr offen, sehr vielfältig. Stadtgarten, eine Kultur AG, das eine Café, Umwelt AG, genau. Das Café und so weiter. Kinderbetreuung, ganz, genau, ja. Ganz genau, toll. Ja. Ja, da kann man sich ja freuen, wenn sowas im Grunde auch sich dann selbst entwickelt und nicht irgendwie draufgesetzt. Richtig. Wird und ja, wo sich etwas entwickelt, da sind sie an vielen Stellen. Denken wir an die Stiftung, die Kirchspielstiftung im Grunde auch, oder im Kirchenvorstand sind sie. Wie lange sind sie schon im Kirchenvorstand? Das war aktiv? Ungefähr genauso, als ich nach Celle gekommen bin. Das war gleich alles mitgenommen. Mit dem Rat, Ortsrat, das kam alles so ungefähr um 2000, länger ja nicht, bin 2009 nach Celle gekommen. Ja. Den ging es 2010, 11, 12 um den Dreh herum ging es denn los. Das war ähnlich im Kirchenvorstand. Da war ist die Idee geboren worden. Da haben wir ja dann, habe ich dann eine, wir haben eine Stiftung gegründet, weil auch beim Gemeindeleben ist es natürlich teilweise mit den Staatsfinanzen. Es ist nicht es ist nicht immer so einfach. Aber um ein lebendiges kirchliches Gemeindeleben zu erhalten, haben wir gesagt, da müssen wir auch Eigeninitiative entwickeln und haben uns auf den Weg gemacht. Und wir sehen das ja jetzt auch mit dem Stadtteilfest, das wird zusammen mit dem Turmfest, das hieß früher Stiftungsfest, gefeiert, um einfach auch im gesamten Stadtteil für mehr Lebendigkeit, für mehr Miteinander und füreinander etwas zu tun. Ja. Das ist eine ganze Menge, was Sie da tun und Sie haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit als früher, aber es ist doch schon sehr arbeitsintensiv, diese ganzen Ehrenämter auch. Was gibt Ihnen dabei Kraft? Ich hatte es ja eingangs erwähnt, woher meine Motivation gekommen ist. Es ist natürlich auch einmal aus der Dankbarkeit heraus, der Gesellschaft gegenüber und dass man sich auch ehrenamtlich betätigt und nicht nur immer an sich denkt. Und ich war in einer glücklichen Situation, dass ich eine entsprechende Ausbildung hatte, bekommen konnte, dass ich beruflich mich positiv entwickeln konnte, dass ich auch die Welt sehen konnte und die Vielfältigkeit auch der Menschen und dass ich auch gesehen habe, man kann sich überall eingeben. Und ich finde es gut, man lebt ja nicht alleine auf einer Insel, sondern in einer Gemeinschaft. Und das ist wohl höchstwahrscheinlich meine Hauptmotivation, tätig zu sein. Es ist nicht immer einfach, neben der beruflichen Tätigkeit, Sie haben recht. Ja. Gegenwärtig habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber ich habe ja nebenbei immer auch noch andere Projekte laufen. Sie haben über Ihr Engagement gesprochen und das, wie vielfältig das ist. Wenn man jetzt mal so an die Menschen denkt in Neuenhäusern, ich denke da gerade auch so an die jüngeren Menschen, wie können wir die dafür begeistern, eben auch was zu machen? Es gibt die solidarische Initiative, aber Kinder und Jugendliche, heute ist man viel geprägt durch Smartphone und was weiß ich, dass die im Grunde auch Lust bekommen, sich zu engagieren. Was heißt, die Jugendlichen gibt es ja eigentlich. Gibt es, nein. Im Prinzip so gar nicht. Genau. Sind ja auch nicht nur die Jugendlichen. Ne? Also, es genau. Sind nicht nur die Jugendlichen. Und wenn Sie jetzt mal von den Jüngeren, fangen wir mal an. Ja. Wir haben damals mit dem Ortsrat und den Kirchen zusammen einen Fonds gegen Kinderarmut in Neuenhäusern gegründet. Ja. Das heißt, wir wollen die Teilhabe ermöglichen, sodass da existieren Mittel. Teilweise haben wir, wenn da eine Bedürftigkeit gesehen wird und Kinder wollten teilnehmen, zum Beispiel an Kinderuni in der CD-Kaserne, dann haben wir die Karten finanziert. Also diese Möglichkeiten oder wenn es keine Möglichkeiten, das wurde auch schon mal darüber gelaufen, dass ein Laptop finanziert werden muss und. Also man hat einmal dieses Niederschwellige, dass man Kinder und Jugendliche mitnimmt.
Dann gab es auch Ortsteilkonferenzen, die durchgeführt worden sind, wo man sagt, Mensch, Kinder, hier haben wir die Vereine, hier haben wir die Organisation, Institution, wie kommen wir an Jugendlichen ran? Weil ein Problem ist ja nicht, wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen, wenn die in bestimmten Familienverhältnissen aufwachsen, wo die Familien sich schon darum kümmern und teilweise sagen, hier, treibt doch mal ein bisschen Sport, spiel ein Instrument, geh zur Kreismusikschule oder mach irgendetwas. Ist ja nicht so, dass die Jugendlichen sich überhaupt nicht engagieren oder nichts machen. Sport im kulturellen Bereich, es gibt am Schlosstheater gibt es Initiativen. Also genau, Kultur trifft. Kultur trifft, das wurde auch zum Beispiel mit vom Fonds mit unterstützt. Das gibt es. Ansonsten ist es natürlich, gibt es ja auch das Haus 7 in der CD-Kaserne, das Jugendzentrum. Genau. Also es gibt einiges schon im Stadtteil. Dann die Kooperation Kreuzkirche Neuenhäusern für Kindervormittagsprogramm samstags mal. Zum Beispiel. Solche Sachen. Ja. Genau. Es gibt natürlich auch andere. Es gibt die Pfadfinder in der Friedenskirche. Es gibt Jugendrotkreuz in der Fundungsschale. Da gibt es eine Menge. Und nicht zu vergessen, nebenan gleich die Zeller Tafel. Ebenfalls. Ich weiß nicht, wie weit das für Jugendliche, das ist ja schon. Naja, also es kommen natürlich, wenn Erwachsene sind, kommen oft auch Kinder und Jugendliche mit, die das auch miterleben. Ja, ne? Wir haben ja jetzt auf der anderen Seite, müssen wir das ortsübergreifend, der Kinderschutzbund ist da, man hat auf der Hese gibt es, es gibt auf dem Hesemarkt, also es gibt viele und es gibt natürlich viele Vereine, wo Kinder sich engagieren können und mitmachen können. Das gibt es und es gibt die Initiativen, es gibt auch eine Sozialraumgruppe, die sich auch des Problems annimmt und sich auch überlegt, was kann man und was fehlt überhaupt in Neuenhäusern, was wird danach gefragt. Aber in erster Linie, da muss man, das gehört auch zur Offenheit oder zur Ehrlichkeit dazu, wenn man in einem Elternhaus ist, in dem Eltern sich darum kümmern, brauchen wir staatlicher oder vom Ortsrat uns keine Gedanken zu machen. Problematisch ist es doch viel eher für Kinder und Jugendliche, die auf der Suche sind und nicht begleitet werden können, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir mal die Frage stellen würden, Neuenhäusern, was wäre die Vision eines Ortsbürgermeisters oder ich habe einen Wunsch frei, was würden Sie sich wünschen als Ortsbürgermeister? Eigentlich habe ich das schon alles beschrieben, dass dieser, wie soll ich sagen, Quartiersgedanke, dieser Kiezgedanke nach dem Motto, hier bin ich zu Hause. Und dass man in der Nachbarschaft, dass man die Nachbarschaft kennt, dass man mit der Nachbarschaft war und dass man hier gern wohnt, dass das Lebensumfeld, dass man sagt, ich wohne gerne in Neuenhäusern, das Lebensumfeld stimmt, die Infrastruktur stimmt. Ja, das ist im Prinzip, woran ich arbeite. Und ich. Dann sind wir da ja auf einem ganz guten Weg. Ich würde mich freuen. Ja. Lieber Herr Dr. Rodenwald, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns bei Schramme der Talk waren. Und wir haben gemerkt, wir sind schon auf einem guten Weg. Vieles verändert sich. Und ich bin ganz gespannt über die weiteren Entwicklungen und freue mich, hier in Neuenhäusern eben auch zu wohnen. Und wünsche Ihnen, dass es Ihnen, wenn Sie hier in Neuenhäusern auch wohnen, gut gefällt und dass wir gemeinsam noch vieles miteinander gestalten können. Tschüss.